Ein Weltreisefahrzeug mit einer Kabine vorne drauf. Iveco? Iveco 9016, ehemaliges Feuerwehrfahrzeug. Ja, das ist direkt mal da. Es ist grau lackiert. Außen GFK, was ist das? Ist eine GFK-Kabine, eine unserer eigenen Kabinen. Die haben wir selber mitentwickelt, auch mit eigenen Profilen. Stellen wir nicht hier in dem Standort her, sondern die bauen wir mit einem Partner zusammen und wird alles auf Maß genau nach Kundenvorstellungen gebaut. Ne? Das Fahrzeug ist noch im Bau, ist eines der Fahrzeuge, wie wir sie meistens machen. Das bedeutet, wir machen alles außenrum, der Kunde macht innen das Fahrzeug. Also das heißt, der Innenausbau, hier sieht man schon, wurde begonnen, ist noch nicht fertiggestellt. Und das ist so ein Fahrzeug, was jetzt so in 2 bis 3 Wochen ungefähr schon fertiggestellt von uns beim Kunden sein kann. Ne? Und dann vervollständigt er seinen Innenausbau und ist damit in der Lage, einmal Spaß zu haben, handwerklich. Man sieht, wie aufwendig hier alles gefertigt wurde. Ne? Sehr leicht gebaut. Warum? Weil es sollte noch in die 7,5-Tonnen-Kategorie passen am Ende. Und da geht es natürlich darum, Gewichte einzusparen. Und das wird hiermit erreicht, indem auch die Hölzer relativ freigestellt werden, um einfach Material rauszunehmen. Ne? Er hat jetzt selbst wahrscheinlich auch eine CNC-Maschine, oder? Wie man sieht. Also das ist tatsächlich so, dass er eine Oberfräse hat und sich Schablonen macht und Vorrichtungen macht und das alles selber rausfährt. Von Hand? Von Hand. Ne? Oder eine fleißige Frau hat, die diesen Job übernimmt. Ne? Also es ist sehr zeitintensiv, aber man sieht jetzt schon die Passion dahinter. Das würde natürlich kein Hersteller so machen, so aufwendig. Ne? Mhm. Ja? Das heißt, das ist natürlich, um jetzt das Gewicht zu sparen, da sparst du etliches, es sind einige Kilo. Ich denke, 150 Kilo an Material kannst du da rausarbeiten, ohne die Stabilität enorm zu gefährden. Ne? Und das jetzt noch mit einer relativ leichten Platte am Ende. Ne? Und alles schön jetzt lackiert und versiegelt schon. Also sehr interessant, aber auch ein Mensch dahinter, der sehr akribisch daran arbeitet und sich ein Konzept zurechtgelegt hat, um einfach diese Kategorie Fahrzeug, die auch schon ein bisschen an der Grenze ist, das Fahrgestell ist nämlich eigentlich 9-Tonner, in der Größenordnung zu halten. Ne? Wir haben, das Fahrzeug ist was abgeschnitten wurde. Also das heißt, das war im Ursprung auch eine mehrtürige Kabine. Also wir hatten hier eine Tür, die schneiden wir ab, setzen eine neue Rückwand und bringen die dann auf dieses Maß Fernverkehrsfahrer aus, sage ich immer. Wir haben uns eigene Fenster dafür entwickeln, die ein bisschen dann da oben eingepackt werden. Und im Innenraum, wie man sieht, wird auch alles relativ regeneriert. Ne? Der ist jetzt noch nicht ganz fertig, der ist im laufenden Bau. Der Himmel ist hier noch original, aber alles ist drunter isoliert. Wir haben hier Zusatzsitze eingebaut, das heißt neben dem Fahrer, Beifahrersitz ist noch ein Mittelsitz verbaut und hinten ist nochmal ein zusätzlicher Sitz verbaut, den kannst du sowohl links als auch rechts verbauen. Und Iveco 9016 ist so ein Schalter. Schalter, ganz klassisches Fünfganggetriebe von ZF, Untersetzung drin, also das heißt eine Geländeuntersetzung, eine Mitteldifferential und eine Hecksperre drin in dem Auto und wir bauen die meistens oder häufig auf diese Offroad 22,5er Bereifung hier, weil die ist auch wintergebräuchlich, die hat die Schneeflocke und hat sich ganz gut bewährt. So ein Ding fährt an Endgeschwindigkeit, wenn es sein muss, 105 und ist relativ leicht, ne? Weil der Motor luftgekühlt ist bei dem Fahrzeug. Du kannst viel Sprit sparen, wenn du entsprechend langsam fährst, oder? Ja, also diese Autos sind phänomenal sparsam für so einen alten LKW, ne? Unsere Einstiegskette. Man sieht es ein bisschen verstaubt, aber die Idee dahinter ist natürlich, wenn du auf den Gegenstand fährst, dass ich die wegbewegen kann. Wir haben dem Fahrzeug eine neue Front verpasst, also original sehen die natürlich ein bisschen anders aus, mit einer anderen Stoßstange und LED-Beleuchtung, um es ein bisschen zu verfremden und auch das Gewicht zu reduzieren, weil die Stoßstange etwa 25 Kilo leichter ist als das Originalteil. Ne? Alles im Sinne der Optimierung der Gewichte. Ne? H-Kennzeichen wäre möglich? Nee, also es ist, die Zeiträume des H-Kennzeichens sind rum und wir haben jetzt auch, früher haben wir solche Sachen noch machen können, die Kommentierungen lassen es aber nicht mehr zu, weil LED-Beleuchtung zum Beispiel, dann der ganze Umbau mit einer anderen Kabine ist eigentlich schon eine Ausschließlichkeit da. Ne? Das heißt, die Fahrzeuge sind klassisch dann Sonder-Kfz-Wohnmobile über 2,8 Tonnen.
darstellen. Das heißt, die werden als Wohnmobil zugelassen, sind denn auch steuerlich etwas anders behandelt dann? Oder? Nee, steuerlich ist es halt, glaube ich, ein Nutzfahrzeug. Also bei den 7,5 Tonnen weiß ich das so aus dem Kopf, die kosten etwa 500 Euro Kraftfahrzeugsteuer. Und dann je nachdem Versicherung, wie man eben aufgestellt ist und es verhandelt kriegt. Ne? Also ich sag jetzt günstig, mal, ja. Ich sag jetzt mal wahrscheinlich Versicherungen Steuer 1200 bis 1500 Euro, ne? Mit einer Casco. Und insofern noch überschaubar, wer so ein Fahrzeug möchte, muss das natürlich auch tragen können. Ne? So, also wir werden mal ein paar Details zeigen hier von dem Fahrzeug nochmal, wo wir gerade davor sind. Die Fenster, ich sehe ganz wie Sideway bei euch. Ja, ist Sideway, ja, das ist hier um die Ecke mal entwickelt worden. Da war ich mit so ein bisschen auch in der Gründungsriege anwesend. Das ist ein Echtglasfenster mit einem Aluminiumrahmen. Von Sideway stammen auch nicht nur die Fenster, sondern auch die Türen und Klappen. Das verbauen wir recht häufig. Na, ist eine recht ordentliche, solide Konstruktion, die halt auch wintertauglich ist. Ne? Es hat eine zweiteilige Konstruktion mit einem hohen Isolierwert und einfach einer guten Stabilität. Also wir verbauen das recht häufig. Ne? Und kannst du, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe gar kein Auto, hast du Fahrzeuge da eigentlich, die man dafür verwenden kann? Ich habe immer ein paar Fahrzeuge da. Ich habe ja unten einen ganzen, ich habe also immer um die 5 bis 10 frei verfügbare. Auf dem Hof stehen momentan über 100, aber die meisten sind schon in irgendwelchen Konzepten. Das heißt, wir haben da recht gut zu tun, zum Glück. Ne? Und sind wie viele in der Branche auch gute, knappe oder um die 2 Jahre ausgelastet momentan. So ist das. Also man kann mal ein Schnäppchen ergattern. Das haben wir gezeigt, das ist auf der Messe unten in Friedrichshafen. Ja. Da standen einige, die zum Beispiel ein Upgrade erfahren haben bei dem Nutzer. Der hat dann das alte Fahrzeug hergegeben. Genau. Wenn du dann die Preise siehst und dann drunter steht, oh, das ist aber teuer für so ein altes Fahrzeug, ihr macht die Fahrzeuge quasi so, als ob sie vom Werk gekommen sind, technisch, oder? Genau, das machen wir so. Und die Preise sind aber branchenüblich, marktgerecht. Also so ein Fahrzeug, ich sag mal, so ein Fahrzeug hier als mit einem leeren Aufbau, je nachdem, wie viel Zubehör und Zutaten wir dran bauen, das kann man auch mal bauen komplett für roundabout 100.000 Euro. Die Preisskala ist aber nach oben offen. Ne? Also wir haben ja sehr viele Modifikationen teilweise drin. Wie du hier zum Beispiel siehst, da soll ein großes Fahrerhaus von der ursprünglichen Schweizer Feuerwehr bleiben. Na, die Rückwand ist jetzt noch nicht lackiert, weil wir den Durchstieg da noch eingebaut haben. Wir haben hier eine Fahrgestellsverlängerung gemacht. Das bedeutet, wir haben den zerschnitten und skaliert in die Länge, um einfach die Möglichkeit zu erschaffen, eine 5,50 Meter große Kabine noch drauf zu machen. Das heißt, wir machen natürlich im Detail sehr, sehr viele Eingriffe an der Basis schon. Ne? Und die Preise sind natürlich immer ein bisschen davon abhängig, was genau umgesetzt wird. Ne? Ich habe das mal gesehen, in Dubai hat einer den Rahmen verlängern lassen und die haben den dann dran geschweißt, so dass man nicht mehr sehen konnte, dass es nicht mehr von Mercedes-Benz kam. Also es war wirklich dann sehr aufwendig. Wenn du mir mal kurz beschreibst, hier so ein Rahmen, der hat ganz viele Löcher. Der hat wahrscheinlich einen Grund, damit du unglaublich viele Sachen festmachen kannst, oder? Also die Belöcherung des Originalrahmens bei den Fahrzeugen ist halt häufig noch davor, dem Umstand geschuldet, dass ja ein anderer Aufbau drauf war. Hier war ein Feuerwehraufbau mit einer Wasserpumpe drauf. Das entfernen wir alles vollständig. Hier ist ja schon der Zwischenrahmen drauf. Und jetzt können wir mal eins machen. Hier liegen ja für den Heck Verkleidungsplatten. Vielleicht schaffen wir uns da mal ein bisschen Einblick. Wir haben den Rahmen dann am Ende hier in der Mitte zerschnitten, ungefähr an der Stelle. Warte. Das, was du jetzt, ich guck mal auf, da steht noch ein Wändchen hinter dir. Die Marie nimmt das mal weg. Wir haben den hier zerschnitten und dann ein neues Stück Rahmen eingesetzt. Und nach den Aufbaurichtlinien ist es aber erforderlich, die Schweißstellen zu verstärken. Das heißt, wir setzen dann außen diese gewinkelten Platten drüber, die komplett verschraubt sind, um einfach der Verlängerung eine Stabilität zu geben. Ne? Und nach der Aufbaurichtlinie bei Daimler muss die jeweils einen halben Meter über die Schnittkanten stehen. Das heißt, du siehst es hier, dass die Platte von hier bis da hinten läuft. Ne? Und das ist verschraubt. Und alles andere ist jetzt Individualbau. Wir haben nämlich einen eigenen Schalldämpfer verpasst hier, den wir eintragen lassen. Wir haben die ganze Druckluftanlage umgebaut. Wir haben hier unseren Zwischenrahmen schon drauf, ne? Auf dem dann hier an den langen Löchern die Kabine befestigt wird. Das heißt, auch die Kabine hat einen eigenen integralen Rahmen, der alle etwa 30 cm einen Anbindungspunkt hat und wo wir das Ding verschrauben. Also jetzt mal eine Frage.
könnt ja hingehen, könnt ihn direkt draufschrauben. Das ging aber nicht, weil der sich wahrscheinlich verbindet. Ja, du musst eine Brücke bauen und das ist jetzt die Brücke, die das sicherstellt, dass keine Torsionskräfte in die Kabine eingeleitet werden. Die Kabine ist ja recht leicht. Du musst mal überlegen, so eine Grundkabine hier wiegt nur 650, 700 Kilo etwa. Ne? Das heißt, das ist ein GFK-Sandwich. Das ist schon robust, aber es ist natürlich etwas filigraner, weil es keine Stahlkonstruktion ist. Hier liegt ein Rahmen drin und diese Zwischenrahmen haben die Aufgaben, Verdrehungen, Torsionen nicht in die Kabine einzuladen. Deswegen brauchen wir sowas. Wenn du den jetzt direkt draufsetzen würdest, würdest du die ganze Zeit die Kabine mit den Bewegungen beaufschlagen und irgendwann wird das Ding zerfallen. Das ist halt die Nebenwirkung davon. Ne? Deswegen brauchen wir die Rahmen, die einfach sicherstellen und die müssen möglichst steif sein. Das ist zum Beispiel eine Bauweise, die, ja, ich will jetzt sagen, die haben wir mal angefangen 2017 zu bauen, momentan macht es jeder so. Die Idee ist halt, ursprünglich hat man hier ein Vierkantrohr gesetzt, das auf der Innenseite nur verschweißt wurde. Das heißt, man hat den Hauptholm nur einseitig eingebunden. Wir haben ein Rundrohr, das ziehen wir durch, verschweißen es auf beiden Seiten. Dadurch ist die Torsionssteifigkeit wesentlich höher als mit den anderen Querverbindungen. Ne? Die Idee ist halt, oder die Aufgabe dieser Rahmen, keine Verdrehungen in den Koffer einzubringen. Ne? Ich zeig's mal gerade von hinten. Das bedeutet, dieser Rahmen hier besteht ja aus einer linken, aus einer rechten Seite. Da sind jeweils Stahlträger drin, genau. Die werden quer verschweißt und die bewegen sich im Gelände, oder? Das ist so, der Rahmen ist hier hinten jetzt in diesen Punkten fest verbunden auf einer relativ kompakten Strecke. Hier drunter sind Federscheiben, weil das Lochbild im Rahmen etwas größer ist. Die Aufgabe der ganzen Sache ist, dass die noch ein bisschen in sich beweglich bleiben können. Und wenn du jetzt im Gelände fährst, hebt der Rahmen sich in dieser Federlagerung. Deswegen sind die Bolzen immer länger und die Federn größer durch die Verdrehung vom Fahrgestell ab. Ne? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das soll der, das kann der. Das kann der. Ne? Also wenn man sowas, das können wir auch mal in 2 Tagen machen. Wir können den mal mit dem Kran verdrehen und dann sieht man, wie sich der untere LKW-Rahmen verdreht und wie der Fahrzeugrahmen das ausgleicht und die Fläche oben immer eben hält. Ne? Und das ist die Aufgabe von der Zwischenzeit. Das heißt, oben die Plattform bleibt gerade. Genau. Die kann sich auch überhaupt nicht bewegen. Wenn ich das hier sehe, das ist ja ganz massiv. Also wenn da die Kräfte, wenn das sich bewegt, dann ist wahrscheinlich alles vorbei. Oder? Ja, man kann das simulieren. Wir simulieren das am CAD. Das gucken wir uns auch nochmal an. Vielleicht heute sogar schon. Also du hast geringe Restverdrehungen da drin, minimal. Ne? Also auch der Koffer kann ja bis 10% in dem Material vielleicht arbeiten. Ne? Aber es geht schon gegen null. Ist minimal. Okay. Ist minimal. Ne? Wir nehmen hier Rohre der Höhe, also die Torsions. Wir nehmen keine C-Profile. Beim normalen LKW oder bei Leichtbau-LKW hast du nur ein C als Profil, sondern wir haben hier ein richtiges Rohr. Und die Stabilität ergibt sich ein bisschen auch aus dem Material. Querschnitt im Verwendeten. Wir nehmen hier 4-5 mm Rohrstärke und aus der Höhe. Ne? Das ist jetzt ein Rohr, was 180 ist und was oben noch einen kompletten 5 mm Überzug hat, der auch fest verschweißt ist und auch nochmal zu der Steifigkeit beiträgt. Genauso wie die Torsionsrohre hier drin. Was hast du gelernt? Ja, ich bin Maschinenbauer gelernt. Also mit Schweißen kannst du auch. Nicht so gut wie meine Fachleute, weil die das mehr machen. Schweißen die machen ist, das dauernd. Übung, ist ja. Eine Übungssache. Ich kann das alles, aber natürlich bin ich nicht so geübt wie jemand, der den ganzen Tag nur schweißt. Komm, wir zeigen mal was. Da vorne ist ein Pulsschweißgerät. Da hast du gesagt, guck auf keinen Fall rein. Ja. Ja, wir haben verschiedene Schweißverfahren und hier, das ist gerne benutzt, weil es ein Pulsschweißverfahren ist hier. Das hört man immer, das pfeift so ein bisschen wie, 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 ne? Und das ist ein wassergekühltes Gerät, was normalerweise bei uns vorne im Schweißbereich steht, weil wir damit die ganzen Rahmen schweißen. Ne? Warum wassergekühlt? Hier ist eine Kühlung drauf, die hält den Brenner immer ein bisschen kühler, dadurch ist das Gerät leistungsfähiger. Und wenn jemand von den Mechanikern damit arbeitet, ist der Griff auch dauerhaft kühler, also der erwärmt sich nicht so stark. Deswegen haben wir hier Geräte mit Wasserkühlung. Ne? Also das sind die Maschinen, die im Dauereinsatz sind. Und das ist ganz wichtig, der Helm, der geht wahrscheinlich automatisch zu? Oder? Nee, zu nicht, aber der geht automatisch an. Ne? Sobald du hast den ja auf und dann hast du hier eine Lichtscheibe. Wenn man da mal durchgucken würde, sieht man, dass man jetzt noch durchgucken kann. Ja. Und sobald der Lichtbogen angeht, wird er dunkel. Okay, automatisch. Vollautomatisch, ja. Okay, und das ist so schnell, dass nichts passieren kann? Da passiert nichts, ne? Das ist ein Bruchteil von Sekunden. Ne? Das ist jetzt von unserem Systemlieferant. Wir haben ein relativ blaues hier. Die Firma Berner bestückt hier die Regale. Die sind gut, oder, Berner?
Wahrscheinlich gibt es andere auch, die gut sind. Das hängt immer ein bisschen von den Leuten ab, ne? Mit denen du zu tun hast. Ne? Und wir haben uns für Banner entschieden, weil die haben uns die letzten Jahre schon positiv begleitet. Also warum nicht? Ne? Okay, ja. Das heißt, die bauen aber jetzt nicht das Schweißgerät hier, sondern die kümmern sich um alles, oder? Die Schweißmaschinen sind von Maschinenherstellern hier, von Gerlach Schweißtechnik, ist was Regionales. Ne? Wir haben da immer 20 Liter Flaschen drauf und gerade von den Pulsgeräten haben wir 2 Stück. Und für die kleineren Aufgaben wie Blechschweißen gibt es natürlich kleinere Maschinen, auch mit anderen Drähten. Ne? Puls heißt was genau? Ja, das ist ein besonderes Schweißverfahren. Ne? Also das heißt, ob das was mit der Stromumkehr, technisch kann ich dir das nicht erklären. Rein vom Verfahren her lässt sich damit recht leicht arbeiten und es ist sehr präzise. Ist das Gas, ist notwendig, dass das nicht praktisch oxidiert? Oder? Genau. Ja? Also das heißt, im Verfahren, wenn man sich mal so die Geräte anguckt, Marie, wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio mal gerade leiser machst, sei so gerade so lieb, oder der aus. Aus, Alexa aus, sehr schön. Alexa, Uhrzeit. Cool. So, spätestens jetzt wird nämlich bei allen Leuten zu Hause die Uhrzeit angesagt. Genau, ja, spätestens jetzt. Das ist so ein auch mit Impulsschweißgerät, geschweißter Rahmen. Dann sieht man mal ein bisschen die Präzision, wie schön das hier aussieht. Ne? Das geht mit der Maschine wunderbar. Natürlich kann der Bediener auch sehr gut mitarbeiten. Das ist jetzt der Rohling. Den Rohling legen wir jetzt auf das Fahrzeug auf. Ne? Die können schweißen, oder? Die können schweißen. Ja gut, wir haben nur geprüfte Leute hier, die wirklich ihr ganzes Leben extrem viel schweißen. Ne? Und jetzt passiert Folgendes, jetzt passen wir gerade die Bauteile an, mit denen sich der Zwischenrahmen auf dem Fahrzeug hält. Das sind diese Konsolen, die passt da an. Die Jungs machen ja gerade eine Mittagspause und ich gucke mal, ob es kalt ist. Ist noch warm, sind alle noch warm. Es ist also frisch, aber hier siehst du auch, wenn du mal durchguckst, ich denke auch die Zuschauer, die es ein bisschen auskennen, das ist schon ganz ordentlich geschweißt, da brauchen wir uns nicht verstecken. Und diese Konsolen sind zum Beispiel Grundkonsolen von einem 40-Tonner, also alles, um es mit einfachen Worten zu beschreiben, übelst stabil. Ne? Und die Konsolen werden jetzt hier verschraubt und dann kommt der Zwischenrahmen drauf und die Gegenanbindungen werden am Zwischenrahmen fixiert. Dann wird der Zwischenrahmen fertig gebaut und zum Schluss kommt er zum Tauchbadverzinken. Das sieht man an den Rämen da drüben. Die sind alle Feuerverzinkt, Tauchbad, Feuerverzinkt. Selber macht der, oder? Nee, da kommt zweimal die Woche hier ein Verzinker. Ein Verzinker, ne? Wir kriegen am Mittwoch abgeholt und am Freitag kommt das Material fertig verzinkt wieder zurück. Ne? So, und das ist die Feuerwehr. Hat der Kunde die beigesteuert? Die Feuerwehr ist von uns gewesen. Das war auch ein viertüriges Fahrzeug. Es war im Großen und Ganzen, guck mal hier vor, da ist so eine ähnliche Hütte wie die drauf. Und die haben wir vor der Tür einfach abgeschnitten mit dem Dosenöffner hier. Und mit einer Flex. Blechschneider. Blechschneider. Ne? Dann wird eine neue Rückwand eingesetzt, die ganze Konstruktion hier umgesetzt. Und die Farbe tatsächlich ist Kundenwunsch. Ne? Ich finde es auch immer ganz cool, wenn man mal weggeht vom Grau-Beige oder Braun. Ist auf jeden Fall sichtbar, auch in der Dunkelheit im Winter. Man wird immer von den Behörden durchgewunken, weil es natürlich einen sehr kommunalen und damit verbindlichen Eindruck macht. Die Farbe. Ne? Das bedeutet, du bist unterwegs an der Grenze zum Beispiel, das ist jetzt kein Militärdesign, das zahlt sich teilweise aus, oder? Also ich denke, dass ein Orangener vielleicht positiver ankommt wie ein Grauer, ne? Aber was ich meiner Meinung nach da mehr Ausschluss drauf gibt, ist das Gesamterscheinungsbild. Und wenn du dir die alten LKWs anguckst, das ist jetzt ein SK, das ist ja auch ein SK, zweimal Mercedes. Ach, es geht doch darum, wenn du jetzt praktisch fährst in der Öffentlichkeit, dann sagen die Leute, ja, das ist hier so ein... Das ist einer von uns vielleicht. Einer von uns, also ja. Wenn du jetzt in afrikanischen oder selbst wenn du in Griechenland unterwegs bist oder in der Türkei, gibt es halt Massen noch von den Baureihen. Ja. Dann wirst du immer gegrüßt, die Leute winken. Fährst du mit so einem neuen Arox? Ja, das ist halt so ein bisschen wie wenn der Space Shuttle landet. Ne? Also das heißt, die Leute erschrecken halt doch, wenn du so eine für uns gebräuchliche, ganz neue Front jetzt hier. Ja, machen wir vielleicht eine ganz gute Gegenüberstellung, wenn wir hier rüber gucken. Beide nebeneinander, ja, ne? Beide nebeneinander. Kann der Gerd mal die Haube zuklappen hier. Dann sieht man das Gesicht ein bisschen. Ne? So, und den nehmen wir mal weg und dann sieht man den Namen nicht ungefähr. Oh, das ist quasi das gleiche Fahrzeug in alt. Das ist jetzt im Grunde ja, ein alter LKW auf der 12- oder 14-Tonnen-Variante und hier das Fandor als Neufahrzeug dazu. Und ich finde jetzt, das Neufahrzeug ist schon, das strahlt, natürlich sieht es affenscharf aus, aber es strahlt schon ein bisschen eine Aggression aus, ne? Wenn das jetzt jemand noch nie gesehen hat. Mhm. Na, und das sehen Sie im Tagesablauf. Also
ich würde mal sagen, hier kriegst du im Iran den Diesel geschenkt und hier musst du wahrscheinlich vielleicht das Doppelte dafür bezahlen. Ich weiß es nicht. Der auch gar nicht so teuer ist im Iran. Ja, natürlich. Ne? Du warst im Iran zuletzt? Ich war schon mal kurz im Iran, aber du kannst ihn ja auch gar nicht tanken im Iran, weil ich glaube, im Iran gibt es keinen schwefelfreien Diesel mehr. Das heißt, der ist quasi unkaputtbar, der Motor von der Feuerwehr. Das ist jetzt ein Feuerwehrmotor mit 12,5 Liter Hubraum und mit 8 Zylindern. Wenn wir uns den mal angucken, das ist also eine Maschine, die läuft 2 Millionen. Ne? Wenn du da nach dem Öl guckst, da siehst du, das ist, der läuft in afrikanischen Wasserpumpen, in Notstromaggregaten. Das ist ein Aggregat, was also weltweit massenhaft vertreten ist. Ne? OM402. Ohne Turbolader, ohne Aufladung, einmal gar nichts. Nur Drehmoment. Läuft. Läuft. Okay, das heißt, du brauchst noch nur einen Gang, oder? Auf der Autobahn? Ja, du zwischen 900 und 2500 Umdrehungen hat er ungefähr fast das gleiche Drehmoment. Ne? Es ist jetzt keine Rennmaschine, es hat auch 260, 280 PS. Das Auto, aber es ist, du bist immer gut dabei, du gehörst nie zu einem Langsamen. Ne? Ich habe ja Hubraum, ich habe jetzt endlich mal einen 4,7 Liter Iveco Eurocargo drunter, bin ganz happy damit. Druckluftbremse, LKWs sind gebaut für Laufleistung und wenn du so ein Reisemobil fährst und fährst lange Strecken, die sind einfach zuverlässiger, oder? Ja, die sind von der Technik halt für ganz andere Kilometerleistungen erschaffen. Ne? Also sowas ist jetzt damals entwickelt worden auf 1 Million. Ne? Und wenn wir die Feuerwehrautos kriegen, musst du dir vorstellen, die haben vielleicht 25.000 Kilometer. Und dann regenerieren wir die, gucken, machen alles frisch und dann kannst du noch eine weitere Million drauf fahren. Aber eigentlich kannst du zwei fahren. Warum? Weil das Auto muss ja gar nichts mehr leisten. Es muss keine schweren Lasten, keine Anhänger ziehen. Es wird einfach nur noch mit Liebe durch die Welt geschoben und damit ist es Prädikat unkaputtbar. Ne? Und der Spruch gehört halt auch dazu, ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, warum stehen hier so viele Alte rum und weniger Neue? Wir haben auch von den Neuen, wir kriegen das neue MANs, wir kriegen gerade von den Arocs hier, das Auto kam ab Werk tatsächlich nahezu so, wie es hier steht. Da machen wir jetzt einen Zwischenrahmen, die Kabine ist unten schon im Bau. Da brauchst du gar nicht mehr viel machen, oder? Da brauchst du nicht mehr viel machen, das ist auch für uns viel lastbefreiter, aber es ist halt damit auch ein bisschen umspannender. Ne? Du musst das aber auch konfigurieren können. Ich habe mal versucht, so ein Fahrzeug zu konfigurieren, ja. Das geht gar nicht. Ja. Also als Normalsterblicher kriegst du nicht konfiguriert. Also, ja. Nee, du musst auch Leute haben auf der anderen Linie, die sich damit auskennen und wissen, wie sie das SAP bedienen können, damit das richtige Produkt rauskommt. Das geht bei Daimler viel über die sogenannten Ländercodes. Ja? Also das heißt, teilweise muss man ein Fahrgestell auswählen, das für ein anderes Land ist und das wieder zurückkonfigurieren, hier nach Deutschland rein, weil in Europa ist halt wichtig, dass die ganzen Abgassysteme den entsprechenden Euronormen jetzt D6, EFG, keine Ahnung, wo wir momentan aktuell stehen, übereinstimmen. Ne? Und die fahren halt alle jetzt nur noch mit AdBlue. Und, das lässt sich abschalten? Ja, das lässt sich. Natürlich kannst du das alles wegprogrammieren. Aber man muss dazu auch sagen, dass dann im eigentlichen Sinne jetzt hier die Betriebserlaubnis erlischt. Ne? Also wenn du jetzt bist, zum Beispiel im Iran, da ist das nicht so relevant, oder? Also so viel mein Informationsstand ist im Iran, also du kannst bis mit den EU-zertifizierten schwefelfreien Kraftstoffen kommst du super bis in die Türkei, die ganzen nordafrikanischen Länder bis Mauretanien gehen. Im Iran wird schon dünn. Also mein Informationsstand. Aber was ist da anders an dem Kraftstoff? Der hat halt keinen, ist nicht schwefelfrei und dadurch werden die Abgasreinigungsanlagen beschädigt, ne? Oder die Autos gehen ins Notprogramm oder können. Ach so, die haben Schwefel drin zur Schmierung oder von dem Motor? Ja, der richtig. Also der Schwefelgehalt ist halt in dem Ursprungskraftstoff so schon immer gewesen. Ne? In Nordafrika, also in Tunesien, Marokko, kannst du beide Kraftstoffsorten tanken. Da gibt es also zwei Sorten Diesel an der Tankstelle. Bei den alten Autos nehmen wir immer den schwefelhaltigeren, weil der ein bisschen preiswerter ist und weil die Autos auch weicher laufen damit. Das merkt man tatsächlich. Ist es schon drin gewesen hier, das Loch? Tatsächlich ist es so, dass der Durchstieg hier ab Werk kam. Wie? Das gibt's? Wenn man weiß, wie, ja. Das ist natürlich eine Abwerk-Nachveredelung. Ne? Also wir versuchen immer, wenn ich ein neues Auto kriege, versuche ich immer, wie möglich zu schauen, dass wir ab Werk kriegen, weil natürlich jetzt dann auch, du musst sehen, an diesen EU-Normen hängen ja auch Sicherheitsstandards dran. Also wie Verkehrssicherheit, auch jetzt solche Sachen wie Fußgängerschutz zum Beispiel. Und wir haben es hingebracht, dass Daimler-Benz den Durchstieg in der Größe mitgeliefert hatte. Aber das ist im Rahmen der Nachveredelung geschehen. Das ist eine spezielle Abteilung, die dann... Genau.
da fahren die mal rein. Da kommen, das sind auch andere Firmen, die im Endeffekt für Daimler-Benz das machen, aber nach dem Standard und nach einer Freigabe von Daimler-Benz. Und hier in dem Fahrzeug ist relativ viel dafür gemacht worden. Ne? Das ist natürlich jetzt ein neuer LKW, nur noch mit Tablets, ne? Wie man sieht. Ne? Alles neu und frisch, oben mit einem Bett und hinten noch mit Sitzbänken. Also das heißt, es kam alles so, wie es steht, ab Werk. Mhm. Haben wir natürlich ein bisschen bei der Konfiguration mitgeholfen. Und wir voll. Voll, ja. Sag mal, das ist normalerweise unterwegs auf Baustellen dieser Erde, ne? Genau. Das ist so ein Sand, Kies, egal was. Genau. Ja. Ja, da hat sich jetzt auch technisch, wenn du mal dann den Schwenk auf die andere Seite machst, nicht viel geändert. Ne? Also der Neuzeit-LKW untenrum schaut dem Allzeit-LKW vor 40 Jahren sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir haben da halt ein altbackenes Federsystem noch drin mit einer Trapezfeder, da drüben ist eine Parabel drin. Aber wenn man jetzt so über den Rahmen guckt, links und rechts, ist es von der Bauweise noch ähnlich. Ne? Okay. Tobias, wir sind bei 4Wheel24, wir werden heute viel erfahren. Wenn wir so ab und zu mal ein bisschen hin und her springen, strukturiert sein, ich sag mal, ist jetzt was anderes, aber wir wollen ja auch so ein bisschen die Lust und Leidenschaft auf ein Hobby liefern. Du hast ja praktisch dein Hobby zum Beruf gemacht, so kann man sagen. Was hast du vorher gemacht, bevor du die Fahrzeuge oder hast du gesagt, ich studiere das, damit ich später genau das machen kann? Ich hab ein Maschinenbaustudium absolviert. Wo? In Gießen, im Fachbereich Energie- und Wärmetechnik. Also so Gießen ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja, Gießen ist ja nicht unbedingt. Ne? Da gibt es mal Marburg. ein bisschen Elefantenklo und zu meiner Zeit ein nettes Gastronomie-Sträßchen. Ne? Muss man nicht unbedingt haben, ne? Gießen. Aber ist von hier nur anderthalb Stunden weg gewesen und der Fachbereich, mich hat eben so diese Heizungsbaulinie war so ein bisschen am Anfang meins in der Ausbildung. Und, Heizungsbau? Ja, also ich bin jetzt kein gelernter Heizungsbauer, sondern ich habe irgendwann mal ein Fachabitur gemacht, ne, und bin dann in diese Schiene gegangen und habe dann im Anlagenbau eine Firma mit gehabt, die technische Trocknungsanlagen für Biomasse entwickelt hat und gebaut hat. Ne, also, okay. Also was ganz anderes. Ich habe so viel regenerative Energien erzeugt und Kaminhölzer oder Pellets getrocknet oder Hackschnitzel getrocknet in meiner Vergangenheit, dass ich jetzt ein bisschen was wieder tun muss, um meine Ökobilanz in die richtige Richtung zu kriegen. Du bist hyperaktiv? Bisschen, ja. Bisschen, so ähnlich wie du. Ja. Wahrscheinlich. Man muss ein bisschen crazy sein, oder? Crazy sein, wenn man in der Branche unterwegs ist. Also bedeutet, du hast dauernd, wenn du irgendwas siehst, dauernd Ideen schon im Kopf. Du kannst nachts gut schlafen? Also relativ gut, aber es ist so, was bei mir ein bisschen schwierig ist, wenn ich jetzt ein so ein Projekt realisiert habe wie der Unimog, dann, und es ist fertig, dann bin ich schon wieder gelangweilt, dann muss ich schon wieder was Neues, ein bisschen Beklopptes machen. Ne? Und da tut natürlich jedes eigene Kundenprojekt seinen Beitrag dazu. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Du bist in Deutschland einzigartig, denn üblicherweise sind die Leute immer so drauf, dass sie sagen, hey, wir möchten gerne den Kunden vollumfänglich bedienen. Wenn der eine Kabine kriegt, dann kriegt er auch den Ausbau, dann kriegt er das und das und das fertig. Aber du sagst, der Kunde kann alles das kriegen, was er will. Der könnte auch sagen, ich nehme nur einen Zwischenrahmen und lass das nur so machen. Ja, das kriegen wir normalerweise, ja, vollkommen richtig. Momentan eher schwierig, weil wir natürlich auch, wie alle in der Kapazität, so dicht sind, dass wir Teilgewerke nur schwierig momentan reinbringen. Ne? Wir sind also ausgeplant, die nächsten 20, 24 Monate und da ist es schwierig, sowas zu absolvieren. Ne? Da haben wir übrigens ein eigenes Video zugedreht, Macchiato heißt das Ding, war in Tunesien unterwegs und letzte Frage hier, das würde mich mal interessieren, der Fender hinten, wird der entsprechend recycelt, geht der wieder zurück ins Werk? Oder? Die Dinger behalten wir, geben die nicht ins Werk, weil wir teilweise auch Fahrgestelle überführen und dann haben die ihr Recycling. Ne? Also das ist jetzt tatsächlich die Werksüberführungskotflügel, die schmeißen wir aber nicht weg. Ne? Okay, das heißt, die kommen rein. Ist Mercedes-Benz weltweit, was kann dem noch das Wasser reichen, also in dem Bereich AUX? Ja, es kommt immer darauf an, wo du hinfährst. Ne? Natürlich bist du in skandinavischen Ländern mit Volvo und Scania wahrscheinlich sogar besser bedient noch als mit Daimler-Benz. Man muss nur, ob man jetzt den Stern mag oder nicht, muss man der Realität ins Auge sehen. Wenn du internationale Service-Stützpunktkarten aufmachst, ist Daimler halt weltweit am meisten vertreten, was auch damit zusammenhängt, dass die meisten Autos gebaut haben. Ne? Und insofern immer schon eine Empfehlung wert. Wobei ich natürlich jetzt in den nordafrikanischen Ländern, wenn es um Neufahrzeuge geht, auch extrem viele Iveco sehe. Ne? Also auch die sind gut aufgestellt mittlerweile. Ich denke, in Südamerika ist der Daimler noch besser. Also ich fahre ja gerade einen Iveco, ich bin ganz zufrieden. Alles funktioniert beim LKW, also Eurocargo ist,
ich war ganz begeistert, habe vorher noch nie einen LKW gefahren. Das Ding schnurrt, der Abstandstempomat funktioniert, alles geht. Bei Mercedes auch. Das sind ja ich sag mal, gerade die neue Technik. Die neue Technik, habe ich mir sagen lassen, ist immer natürlich ein bisschen empfindlicher als was in der Vergangenheit läuft. Ne? Also auch Werkstätten sagen, dass die Fahrzeuge vor 10 Jahren etwas betriebssicherer, die neuen, waren als die ganz neuen, was halt auch dem Umstand geschuldet ist, dass hier die Elektronik immer mal Problemchen macht. Ne? Aber im Großen und Ganzen, weißt du, ich denke mir immer, wenn du so auf den deutschen Autobahnen unterwegs bist, so viele Autos liegen geblieben, auch im Nutzfahrzeugbereich, siehst du gar nicht mehr. Die meisten haben Reifenschäden. Mhm. Also das heißt, so schlecht kann es alles am Ende vielleicht auch gar nicht sein. Ne? So, und das da ist das Chemiewerk. Da ist die komplette Abgasreinigungsanlage, ne? So ein SRC-Cut. Und da ist natürlich viel Sensorik verbaut an den Fahrzeugen. Das ist auch jetzt für uns Fahrzeugbauer immer ein bisschen schwierig, weil hier das kann natürlich nicht anlangen. Ne? Das heißt, ich kann ja bei den alten Fahrzeugen, wenn mir ein Auspuff im Weg ist, dann baue ich den um, versetze den, das ist kein Problem. Das können wir auch abnehmen, wenn die akustischen Werte noch stimmen. Hier dürfst du... Der bleibt an der Stelle fertig. Ja, oder du musst halt, es gibt da auch Sonderabteilungen, Spezialfirmen, die vielleicht daran was setzen können. Das Schöne ist bei den neuen Fahrzeugen, dass wir in der Entwicklung und im Bau ein bisschen mitbestimmen können. Also hier auch die Kraftstofftanks, 2x300 Liter, waren ab Werk dran. Und wir sehen vorher schon die Konfigurationen von den Fahrzeugen und können da ein bisschen Einfluss drauf nehmen und den Kunden beraten, wo was sein sollte, damit es nicht kollidiert und wir nicht viel oder möglichst wenig umbauen müssen bei den Fahrzeugen. 4B24, Tobias Teichmann, ihr habt ein eigenes Restaurant hier auf dem Gelände. Aber ihr nutzt es mit, oder? Wir haben eine Kantine, also uns wird täglich tatsächlich gekocht. Wie viele Leute habt ihr insgesamt? Knapp 40 momentan. 40 Leute, das ist eine hohe Verantwortung, hohe Kosten auch. Der Markt gibt es her? Zwei Jahre ausgebucht? Wir haben 2 Jahre zu tun. Es wird momentan ein bisschen ruhiger, wie überall im ganzen Marktsegment. Aber ich bin da recht optimistisch, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird. Was würdest du tun ohne nicht deutsch sprechende Fachkräfte? Wir haben tatsächlich einige, die können Englisch. Wir haben auch polnische Fachkräfte im Haus. Und wir haben die sind gut, oder? Die Polen? Die sind sehr gut. Ja. Also Handwerker? Weil die sind halt ein bisschen... Sagen wir mal so, wie das Handwerk bei uns vor 25 oder 30 Jahren noch war. Ne? Also die sind derzeit ein bisschen zurück und damit wirklich fachlich gut, willig. Und wir sind da sehr glücklich drüber. Und wir haben einen oder zwei Leute, die sehr gut Deutsch sprechen auch. Und die koordinieren dann die Mannschaft mit. Ne? So, denn Fachkräfte zu kriegen, also gerade Expansionsskalierbarkeit hängt ja oft an Mitarbeitern. Platz hast du genug? Platz ist jetzt nicht das Problem, auch die Mitarbeiter sind nicht das Hauptproblem, weil wir haben halt einen ziemlich spannenden Bereich. Ne? Und vielleicht ist es bei uns ein bisschen spannender als bei der normalen Mercedes-Werkstatt, da Unfallinstandsetzungen zu machen. Wir haben also Leute, Fachleute, super Leute, die auch hier ihre Passion neu entdeckt haben, obwohl sie schon bei einem anderen großen Firmenkonsortium vielleicht nur noch Unfallabwicklungen in einem Autohaus gemacht haben. Und oder Reifen wechseln. Oder Reifen gewechselt oder jetzt Radlader moderne repariert. Das heißt, hier ist es halt spannend, weil wenn du mal so durch die Halle guckst, jedes Ding sieht anders aus. Es ist alles ein bisschen bekloppt. MAN, Ivecos, Mercedes, unterschiedliche Motoren. Und wir haben hier eine extrem hohe Fertigungstiefe. Aber alles Stand der Technik. Das bedeutet, das ist so, du bist ja Fahrzeugaufbauhersteller oder Fahrzeughersteller in dem Sinne. Steht da dein Name drin später im Fahrzeugschein? Nee, das nicht. Weil das bleibt ja ein Mercedes, weil der einen Grundbestand hat. Ne? Aber was jetzt Aufbau angeht, steht unter anderem drauf Kabine von 4W24 zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen laufen da schon durch. Ne? Und das ist keine Ladung oder wie der Kunde will? Ja, wir machen auch Ladungs, aber das macht jetzt keinen Sinn. Das hat früher mal Sinn gemacht zum Zeitpunkt, wo wir noch historische Fahrzeuge realisieren konnten. Das wären alles Sonderkfz-Wohnmobile. Ne? Okay, prima. Ja, wir sind heute am 21. November 2022 in Hasloch im Spessart. Bitte fahrt nicht
weil ich hatte das immer so geistig vor meinem Auge, Hasloch in der Pfalz ist ja gar nicht so weit weg, aber es ist in der Nähe von Frankfurt, Würzburg, das ist so die Ecke ungefähr, die da ist. Kann man hier mal vorbeikommen, mal gucken kommen? Gerne, es ist immer wichtig, nur einen Termin abzusprechen, dass wirklich auch Zeit vorhanden ist. Also anrufen, das heißt, wenn einer mal gucken will, das bedeutet, du kannst die Fahrzeuge liefern, wir gehen auch gleich mal auf den Hof, gucken uns mal ein paar Fahrzeuge an, die da noch stehen, die wir mal sehen, die sieht man auch von der Straße, das hier ist sehr ländlich, die Leute haben hier quasi mit dem Mountainbike ein Paradies vor der Ecke, oder? Komplett, ja. Spessart, ne, größtes zusammenhängendes Mischwaldgebiet, richtig spannend, da gibt es Rotwild, da gibt es Schwarzwild, da gibt es Rehwild. Die Jagd ist hier noch ganz groß, also das heißt, schon eine nette Ecke hier. Ne? So, wir werden das gleich mal zeigen. Die kann schneiden, die Maschine? Das ist eine klassische alte Darley-Blechschere, die bis 8 mm Platten schneiden kann. Da drüben ist eine CNC-gesteuerte Abkantbank, wenn wir Profilteile brauchen, ist die immer im Einsatz, so was der Fahrzeugbau halt benötigt. Ja, das heißt, man legt hier das Blech auf, hat unterschiedliche Prismen und Messer und kann dann Kantungen in verschiedenen Radien realisieren. Benutzen wir im Tagesablauf eigentlich ständig das Ding. Ach, das macht die ESA jetzt, wo jetzt die Amerikaner ins All fliegen. Sozusagen, ja, da kann man auch was fernsteuern damit. Ja, ja, das ist eine neuere Steuerung draufgekommen, die Maschine haben wir schon eine ganze Zeit. Funktioniert ganz gut. Wir haben die ja nicht im Dauereinsatz. Ne? Also okay, das heißt, diese Blechschere habe ich schon mal gesehen. Da ist, glaube ich, so irgend so ein Gewicht drin, was sich dreht und dann auf einmal so plopp macht. Die ist hydraulisch. Die alten Versionen, die haben tatsächlich so mit einem Gewicht um die Ecke gearbeitet und die hat hydraulische Stempel schon drin. Also das ist ein bisschen moderner, aber es stammt auch so aus den 90ern. Ja? Ist das Material sehr, sehr teuer geworden, weil du recycelst ja auch viel? Also die Grundmaterialien sind teuer geworden, das stimmt, das ist vollkommen richtig, aber es sind jetzt auch wieder etwas am Fallen. Der Stahl ist am Fallen, ne? Der Schrottpreis, Entschuldigung, der war ja schon mal über 300 Euro die Tonne, ne? Und jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, auf 180 wieder im Mischschrott. Also das heißt, ja, man hört es ja auch, es wird schon alles wieder eine Ecke besser. Ne? Ich denke, durch die schwierige Zeit sind wir noch nicht komplett durch, aber es entspannt sich schon ein bisschen. Licht am Ende des Tunnels, eventuell. Mal schauen. Ja? Mal schauen. Wir drehen heute 21. November 2022. Viel kommt ja aus der Ukraine, praktisch Zuliefererindustrie und so weiter. Ist das auch ein Problem gewesen bei Mercedes-Benz? Ja, natürlich, klar. Wir haben teilweise Fahrzeuge, die sollten jetzt da sein. Die kommen erst im Mai, Juni angekündigt nächsten Jahres. Ne? Das ist so. Also das heißt, da gibt es ständig mit Schwierigkeiten, wie bei anderen Fahrzeugherstellern auch. Ne? Ich glaube, die ganze Branche hat da momentan im Fahrzeugbereich zu leiden. Ne? Und im Maschinenbereich natürlich genauso. Das ist so ein Schweißding? Das ist jetzt ein Zwischenrahmen, den wir sagen dazu aufgestellt. Also aufgestellt heißt, der ist jetzt mal grundgerichtet und mit Schweißpunkten versehen, ne? Auf dem Schweißtisch hier. Und der nächste Punkt ist, der wird dann aufgelegt und guckt, ob die Dimensionen passen. Und dann wird er durchgeschweißt, um ihn dann anzupassen auf dem Rahmen, wie wir es vorhin schon mal hatten. Und dann am Ende natürlich zum Verzinken zu bringen. Ne? Ich habe eine Frage, die ist jetzt sehr persönlich, die musst du nicht beantworten. Wie kommt das Loch da in das Blech? Das ist jetzt, wir sind, da, guck mal da drüben, da steht so eine etwas staubige Maschine, die macht das immer. Ne? Das heißt, die schneidet die hier da? Genau. Wasser oder? Ne, ist ein CNC-Plasmatisch, ein großer, das heißt sämtliche Konstruktionsplatten schneiden wir selber. Und dann wird das Ding da aufgelegt, dann ein Programm eingespielt und dann schneidet er. Sag mal. Echt? Ist das hell? Sehr hell. Wir können das ja mal, jetzt kommen jetzt die Mittagspause zu Ende. Die Jungs dann machen wir gleich wieder ein extra Video. Okay? Da können wir mal ein Videochen machen, das ist extrem hell. Und ja, das wird hier in den Terminal eingelesen. Ein Plasma, wie funktioniert der Plasma? Plasma ist ein druckluftgesteuerter Lichtbogen. Das ist jetzt das Ding, das läuft mit einer automatischen Höhenangleichung. Und hier haben sie eine Platte gemacht mit drei Löchern und dann fährt er die Kontur ab. Und diese Rillchen sind die Einstiche, das heißt, er fährt auf der Mitte und schneidet dann die Löcher aus der Platte aus. Ist jetzt ein vereinfachtes, heute macht man die Präzisionsteile mit dem Laser. Wir im Fahrzeugbau kommen da super mit klar. Das Schöne ist halt, wir haben eine Konstruktion, die Konstruktion landet auf einem Stick. Der Stick wird, jeder Kunde hat den Stick hinterlegt. Es gibt dazu auch eine Zeichnung zu dem Stick, das ist jetzt zum Beispiel die Plattenzeichnung. Die Platte wird dann gebrannt, sagen wir dazu. Das heißt, der Plasma schneidet die
Und zum Schluss kommt es auf die Kantbank, um diesen Winkel zu kanten. Ne? Und krass. Das können wir alles im Fertigungsbereich hier selber machen. Ne? Das ist das Schöne daran. Ne? Das heißt, du kannst das auch nutzen. Das ist ein Reststück, das ist ein Probestück. Wenn wir die Dimensionen erhöhen, wie hier auf 10 mm, dann müssen wir mal ausprobieren, wie viel Strom du dazu brauchst, ne? wann die Maschine am optimalsten läuft. Die meisten Platten sind auf 5, 6 mm, da läuft es schon wie geschnitten Brot. Die kommen aus China, so Maschinen? Die habe ich tatsächlich in China bauen lassen vor 3 oder 4 Jahren mal. Sensationell. Die können das gut, die Chinesen. Also ich habe selber gestaunt. Alles mit japanischen Linearmotoren drauf. Ne? Mhm. Hat auch sage und schreibe mit einem Pipe-Anlage noch drauf. Also das heißt Pipe, jetzt meine ich mit Pipe. Ich habe hier einen Rohrdreher noch. Also das heißt, der Plasma kann überfahren und hier kann ich Rohre spannen, um die Rohre auszuschneiden. Ne? Die dreht dann die Maschine. Echt? Benutzen wir aber nicht so häufig. Also ja, das werden wir alles erfahren. Ja. Also wenn ihr Fahrzeuge haben möchtet, ja, und Tobias Teichmann kennenlernen möchte, er ist hier der Geschäftsführer von 4W24, dann fahrt am besten mal nach Hasloch, ruft vorher an, macht einen Termin. Du bist richtig, ja. Auch schon mal nicht da. Ab und an mal, ja. Gibt es noch mehr Leute außer dir, die irgendwas? Ja, wir haben noch einen Innenausbaustandort bei Nürnberg. Wir haben 2 Standorte in Rumänien, wo wir die Fahrzeuge umbauen. Wir haben in der Türkei eine Fertigungslinie für diverse Sachen mit einem Partner zusammen. Das heißt, ich bin nicht immer da, aber meistens dann schon. Meistens da. Also kurz vorher anrufen. Ja. Angebote kriegt man relativ zügig, oder? Ja, wir sollten einen Termin vorher machen, um einfach abzugleichen, um was es geht. Ne? Weil so. Wir haben ja einen hohen Individualisierungsgrad. Wir werden auch mal zeigen am Computer, wie so ein Fahrzeug entsteht. Das werden wir heute mal machen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. 4W24, das Ganze unter 4W24.de. Da steht es auch nochmal. Und Sonderlösungen für jedes Gelände. Sag mal, der Bund war noch kein Kunde bei dir, oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Nein. Liebe Bundesrepublik, wenn ihr das haben möchtet, ich merke schon, da bist du gar nicht so scharf drauf. Also wir haben ja momentan zum Glück mit diesen Reisebekloppten so viel zu tun, dass wir da gar nicht so scharf drauf sind. Ne? Ja, ne? Und insofern... Also die Reisebekloppten sagst du jetzt mit Freude, denn genau. Du bist selber so einer. Ja, weil das ist ja ein bisschen ab von der Abnorm, ne? wie man vielleicht so sagt, was wir tun. Aber auf der anderen Seite macht es halt wahnsinnig viel Spaß, die Leute dazu unterstützen mit solchen schönen Lösungen. Sehr schön. So, 40 Minuten, die sich gelohnt haben. Alles begann bei dem Fahrzeug hier. Und auch der Innenausbau muss man wirklich loben. Das sieht aus wie in der Kindertagesstätte von der Haltbarkeit, absolut. Oder? Absolut. Also das ist jetzt zelebriert. Das kann man wahrscheinlich, wenn man es so umsetzen würde auf der Profilinie, gar nicht machen. So viel Aufwand ist dahinter und so viel Liebe auch im Einsatz der einzelnen Komponenten. Ist erstaunlich toll, muss man ja auch sagen. Das sind ja Leute, die kommen teilweise nicht aus dem Handwerk. Und ich würde ja ganz gerne noch ein Auto zeigen von jemandem, der aus einer ganz anderen Ursprungspassion kommt. Der war nämlich so eine Art Pfarrer. Priester, aber ich wollte gerade sagen. Ja. Genau, und dessen Auto, das steht zum Verkauf, das ist auch bei uns. Und die haben ihre Freundschaft mit der Handkreissäge in diesem Projekt geschlossen und das steht auch hier, können wir uns noch mal angucken, dass man mal sieht, wie toll jemand das selber gestalten kann. So, vielen Dank fürs Einschalten. 4W24, 21. November 2022. Tschüss.